Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale auf meinem Kanal Matze. Und ihr seht selbst, wir haben wieder einen Haufen Truhen zu öffnen und wir haben endlich mal wieder eine Magietruhe dabei. Das feiere ich am allermeisten hier. Und das bockt natürlich auf jeden Fall schon mal extrem. Von dem her werden wir sicherlich hier ein paar geile Karten dabei haben. Wir fangen wie immer mit den schlechtesten Truhen an, das sind die Silbertruhen. Zumindest versuche ich es meistens so zu handhaben. Wir sind auch derzeit wieder in Arena 7. Arena 7? Ja, Arena 7, somit könnten die Truhen ein bisschen besser ausfallen als die letzten Male. Hab mich wieder hochgekämpft, hab für mich auch so das beste Deck gefunden, also was ich für mich persönlich das beste Deck ist. Was natürlich nicht für jeden das beste Deck sein muss. Aber für mich ist es das ideale Deck. So, jetzt gehen wir an die Gratistruhen. Hier nochmal 68 Gold, einen Megalakaien, 8 Pfeile. Also bis jetzt fallen die Truhen ziemlich beschissen aus. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Bis auf das Gold war da bisher nichts Gutes bei. Und 8-mal den Königsriesen. So, jetzt kommt die Kronentruhe. 383 Gold. Paar Crystals, 12 Ritter, 28 Minenwerfer und 5-mal den Elixiersammler. Und jetzt zu guter Letzt die Magietruhe. 3-mal Knall, 9-mal Minenwerfer, 2-mal Rambok, 48-mal den Bomber, 1-mal den Packer, 13-mal die Bombenturm. Und 2-mal den X-Bo. Immerhin wenigstens drei epische. Wovon ich auch diese hier entwickeln werde, weil den finde ich ziemlich. Also ich finde den persönlich ziemlich stark. Und ich glaube, den werde ich sogar mal in mein Deck reinnehmen. Tatsächlich. Und ihr seht selbst, wir gehen sogar hart auf die nächste Stufe zu. Und wenn wir die nächste Stufe erreicht haben, dann ist es ja auch so, dass wir dann endlich so weit sind, dass wir auch an Turnieren teilnehmen können und Herausforderungen. Und ja, wäre ja ganz schön, wenn wir das demnächst mal schaffen würden. Wir können das sogar noch in dieser Folge schaffen. Wir können ja mal das klar machen. Die Frage ist nur, welche Karten verbessere ich dafür? Welche Karten habe ich im Deck? Also ich will auf jeden Fall den PK. Der Packer ersetzt jetzt mal meinen Bombenleger hier. Und was wollen wir denn dann noch verbessern? Was benutzen wir denn ab und zu mal in unseren Decks? Den hier benutze ich eigentlich schon ab und zu, was heißt ab und zu, den benutze ich eigentlich sogar häufiger mal im Deck. Die Feuergeister auch. Die Musketierin auch. Die mache ich mal. Davon kriegen wir dann wie viele Sterne? 50? Okay, dann reicht das. Ja, doch, müsste eigentlich reichen. Den Bombenleger schaffen wir jetzt schon nicht mehr. Die Flammendinger hier auch nicht. Wir können den hier nochmal verbessern. Den Rambok. Den setze ich zwar bisher noch nicht wirklich häufig ein, aber finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Verkehrt ist er nicht. Wir noch den Feuerball. Oh, den habe ich wohl gespendet. Und jetzt könnte ich noch den Ofen. Der Ofen ist auch oft gut, wird oft gespielt. Unentschlossen. Wenn ich den hier jetzt entwickle, das ist nicht gut genug. Ne, dann kriege ich auch wieder nur 25, ja. Egal, ich entwickle den. Die epischen will ich eigentlich sowieso immer entwickeln, damit ich die nicht aus Versehen auch spende. Das ist immer ein bisschen. Und dann nehme ich noch. Ja, komm, nehmen wir einfach den hier. Zack. Jo, dann haben wir Stufe 8 erreicht.
Womit wir Turnier freigeschaltet haben, unsere Türme verbessert haben und wahrscheinlich wieder bessere Gegner kriegen. Nervig. So, ich weiß nicht, ob wir hier direkt irgendwas angehen können. Herausforderung. Große Auswahlherausforderung. Teilnahme gratis. Eine Teilnahme gratis. Klassische Auswahl. Auswähler. Wahl. Hä? Ist das ein Schreibfehler? Auswahlherausforderung. Klassische Auswahlherausforderung. Okay, die. An der würde ich ja mal teilnehmen. Die ist ja gratis. Von dem her. Gratis beitreten. Dann gehen wir es an, oder was? Gut, und ich natürlich jetzt hier mit einem Deck, was ich gerade erst überarbeitet habe, wo ich mir gar nicht... Wähle deine Karte. Ach so, das ist sowas, okay. So läuft der Hase hier. Aha. Dann nehmen wir nochmal den Dragon. Oh, Funkel. Nehmen wir auch mal mit. Oder wie der heißt. Ich glaube, der heißt auch Fungi. Bringen wir mal von hinten hier. Okay, das war dumm von mir. Das war sehr, sehr dumm. Okay, das haut jetzt auf jeden Fall rein. Nicht. Was ist das hier? Ich kenne den noch nicht mal. Zack. So, das war ja richtig geiler Start auf jeden Fall. Was kann der hier? Lava-Hund. Ja, den schicken wir mal. Was hat der denn da gemacht gerade? Ja, jetzt greift er meinen Lava-Hund da an. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Wir gehen voll auf Attacke. Er auch. Oh, geil, Mann. Du Fotze, Alter. Naja. Naja, das war schon mal scheiße. Dein Preis, 130... Oh Gott. Wie viel Kämpfe muss man denn überhaupt machen hier? Check ich noch gar nicht. Egal, wir machen jetzt erstmal diese drei Dinger da voll und dann werde ich vielleicht ungefähr wissen, wie es läuft. Oh, hier sind ja Karten bei, die kenne ich ja noch nicht mal richtig. Also... Ich weiß nicht, wie man damit spielt. Ich weiß nur, dass wenn ich die Troller jetzt habe, die werde ich direkt da hinsetzen. Ja. Er zieht sie alle ab. Was, der war ja richtig scheiße, der Ritter. Mal rauf mit der Troller. Immer schön. Oh, Alter, leck mich am Arsch, ey.
Nervig. Ich glaube, ich werde wieder nicht gewinnen. Eben die Runde hätte ich gewinnen müssen eigentlich. Da hatte ich zwei Legendaries und habe es trotzdem vermasselt. Sehr toll, sehr toll. Der geht mir auch richtig auf den Sack mit seinem scheiß Bombenturm da, ey. Ortage! Und nochmal so eine Troller dahinter. Na, komm. Ja, die Runde haben wir gewonnen. Geil, Alter. Die zwei Bogenschützenden haben es natürlich übelst geregelt für uns. Ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Runde dann mal weiter, aber ich glaube, hier muss man... Achso, wenn man drei Niederlagen hat, hat man es verkackt für diese Runde. Jetzt verstehe ich. Das ist wie das Hearthstone-Prinzip. Hm, jetzt habe ich es gecheckt. Alles klar. Die Leute, die bei mir Hearthstone geguckt haben, die kennen das ja dann auch noch. Also, wenn man gewinnt, dann kommt man hier unten weiter und kann dann halt, die Belohnung erhöht sich. Aber wenn man dreimal verloren hat, hat man verkackt und kriegt halt seine Belohnung, die man bis dahin erarbeitet hat. Ja, Leute, das war's dann auch erstmal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.